Das, was aus den letzten Tagen, vor allen Dingen nach der Sendung bei Frau Anne Will zu entnehmen war, ist sehr präzise zu beschreiben. Es gibt offensichtlich einen riesigen Riss, der quer durch die Bundesregierung geht. Der Bundeskanzler bemüht sich in Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine, einen Kurs zu fahren, bei dem möglichst vieles, was man aus deutscher Sicht bedenken muss, auch wirklich bedacht wird. Und das äußert sich auch in der zur Verfügungstellung von militärischem Gerät. Die Außenministerin ist offensichtlich, das hat sie gestern bei Anne Will auch so deutlich gesagt, der Auffassung, man muss die Ukraine unterstützen, damit sie zum Sieg kommt. Und dieser Sieg soll völlig der Definitionshoheit der Ukraine zugeordnet werden können. Das heißt, man gibt eigentlich seine eigene Verantwortung an der Klinke der ukrainischen Regierung ab. Und das macht deutlich, dass wir es mit einer Regierung zu tun haben, die in einer existenziellen Frage für Deutschland mit gespaltener Zunge spricht. Wobei ich der Auffassung bin, dass der Bundeskanzler mit seiner vorsichtigeren Politik, nicht dass ich die teile, aber mit seiner vorsichtigeren Politik der Mehrheit der deutschen Bevölkerung voll und ganz entspricht und aus der Seele spricht. Man muss ja in Zusammenhang mit den Erfahrungen, die wir beim Kosovo-Krieg gemacht haben, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien, muss man davon ausgehen, dass die Grünen hundertprozentig oder hundertfünfzigprozentig die amerikanische Politik exekutieren. Das haben wir ja bei Joschka Fischer schon gesehen. Und nach dem, was wir jetzt seit der Regierungsbildung auch mit der Außenministerin Frau Baerbock erleben, ist da wohl kein Unterschied. Das haben wir gestern in dieser Sendung von Anne Will auch gesehen. Sie hat ja die ganze Agenda der Vorwürfe gegen Russland heruntergebetet. Fast automatisch, muss man sagen. Und ich habe mich erinnert gefühlt an die Dinge von Herrn Scharping in Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg und seinem Gerede von dem Hufeisenplan und den Auschwitz-Vorwürfen von Joschka Fischer. Das heißt, das ist nichts Neues, das haben wir schon beim Jugoslawienkrieg erlebt und das wird jetzt wieder durchgezogen mit dem Ergebnis, dass wir offensichtlich in einen großen Krieg gegenüber Russland einbezogen werden sollen. Verantwortungsloser kann man Politik, auch deutsche Politik, überhaupt nicht betreiben, denn eins ist ja zu berücksichtigen, wir verlieren unsere nationale Identität, wenn wir den Zweiten Weltkrieg und die Konsequenzen für die Sowjetunion aus unserem Gedächtnis ausklinken. Wenn man daran denkt, dann muss man bestimmte Konsequenzen ziehen, auch gegenüber dem heutigen Russland. Und die Grünen und die grüne Außenministerin vermisst das völlig, an diese Konsequenzen zu denken. Der israelische Präsident Herzog hat bei seinem Besuch in Berlin gesagt, wir vergessen nichts. Und ich bin der Auffassung, dass das auch das Motto der Bundesregierung in Zusammenhang mit dem Plan Barbarossa und den Konsequenzen sein muss. Ja, man kann diese Frage, glaube ich, sehr gut beantworten. Solange wir mit der Regierung in Bonn waren, gab es in Deutschland einen sehr selbstbewussten Staatsbürgertyp. Die Leute haben sich kein X vor ein U vormachen lassen und waren selbstbewusst und der Staat hat das respektieren müssen. Mit dem Umzug nach Berlin sind wir in eine andere Republik gewandert und wir haben es nicht mehr mit dem Staatsbürger zu tun, sondern der Staatsbürger ist der unterste Teil einer Schichttorte. Darüber sind die Nichtregierungsorganisationen über dem Staatsbürger, dann kommt die Europäische Union und darüber haben wir die NATO. Das heißt, der deutsche Staatsbürger, wie er im Reichstag verewigt ist, dem deutschen Volke, hat von all denen, die in diesem Staat etwas zu sagen haben, das Wenigste zu sagen. Und das politische Berlin ist insoweit
der Untergang des Staatsbürgers in Deutschland. Und das wird sich auch bei dieser Politik, die wir von Berlin aus erleben, jeden Tag so umsetzen. Das ist leider die Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Wenn es anders wäre, würden wir Kriege nicht führen. Das ist sicher, denn das ist die Empfindungslage der deutschen Bevölkerung. Wir wollen keinen Krieg. Krieg ist für uns der Tod und der Untergang. Das ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz aus der Sendung gestern, aber nicht nur aus der Sendung gestern, sondern aus dem Auftreten von CDU, CSU, Liberalen und Grünen im Deutschen Bundestag. Das kann man ja mit den Händen greifen, dass das, was Sie gesagt haben, der Wirklichkeit entspricht. Und man muss vor diesem Hintergrund förmlich sehen, dass der Bundeskanzler auf einer schwierigen Position in der eigenen Koalition sich befindet, wenn in dieser existenziellen Frage die anderen Koalitionsmitglieder mit der Opposition in Form von CDU, CSU gemeinsame Sache machen. Das ist ja doppelt schwer, weil wir ja es in Zusammenhang mit den Entwicklungen in der Ukraine damit zu tun haben, dass wir, die deutsche Seite unter Führung von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, ja einen Kurs gefahren sind, der auf die Befriedung der Ukraine mit ihren inneren Spannungen ausgerichtet war. Anders kann man ja Minsk II und die ganzen Bemühungen nicht verstehen, während die Politik der Vereinigten Staaten darauf gerichtet gewesen ist und immer noch ist, und es immer stärker exekutiert, die Ukraine als ihr Instrument im Kampf gegen die Russische Föderation und das Vertreiben Russlands aus Europa zu empfinden. Diese deutsche Politik von Angela Merkel zusammen auch mit Mitterrand und Macron ist krachend gescheitert. Nicht, weil die Deutschen nicht dahinter gestanden sind oder die Franzosen, sondern weil die Vereinigten Staaten brutal ihr Drehbuch durchziehen. Und deswegen sind wir in einer Situation, wo die CDU/CSU aus meiner Sicht die vernünftige, Europa angemessene Politik der Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Fenster schmeißt. Wenn man die Äußerungen der Außenministerin zum Nennwert nimmt, ich will es ihr ja nicht unterstellen, aber wenn man es zum Nennwert nimmt und die Dame schwadroniert von Krieg und ähnlichen Dingen und dem endgültigen Sieg der Ukraine, dann kann ich nur sagen, dann nimmt man jedenfalls den großen Krieg in Europa billigend in Kauf. Und wir sehen ja jetzt schon aus Stellungnahmen aus vor allen Dingen Polen, aber aus Rumänien und anderen Staaten in dieser Region, die bemühen sich jetzt schon, die Themen vorzubereiten, die die logische Konsequenz von Trianon und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in dieser Region zur Folge hatten. Das heißt, man muss sich nicht wundern, wenn die Grenzziehungen, die es gibt, in Ost- und Mittelosteuropa zur Disposition gestellt werden, mit der Konsequenz, dass wir in einem europäischen Blutbad landen. Und dazu haben die Grünen einen entscheidenden Beitrag dann geleistet. Also man muss ja in Polen und in Rumänien und auch in anderen Staaten dieser Region, die Ukraine nicht ausgeschlossen, muss man mit Sorgfalt sehen und mit großer Aufmerksamkeit, wie die Büchsen der Pandora aus der Vergangenheit wieder geöffnet werden. Und wenn man das so tut, wie das polnische verantwortliche Stimmen deutlich machen oder wie es aus der Ukraine oder Rumänien klingt, dann enden wir nicht nur am Ende des Ersten Weltkrieges mit den Verschiebungen von Trianon, sondern wir enden an den Verschiebungen des Zweiten Weltkrieges in Zusammenhang mit den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben. Wer das will, zündelt in Polen und zündelt in Rumänien und zündelt in der Ukraine und bereitet uns auf den großen europäischen Krieg vor.